Heidi ho, es geht wieder los und zwar mit Metro Last Light und wir sind ja unter der Karte gesegelt. In der letzten Folge war ganz interessant, war auch mal was Neues für mich, eine neue Erfahrung. Es ist nämlich alles Neuland für mich und jetzt geht's einfach mal weiter. Jo, und da sind wir auch wieder voll dabei. Ja, wir sind ja so runtergespült worden. Von dort, glaube ich. Ganz nachvollziehen konnte ich es jetzt sowieso alles nicht. Also die Mama ist tot von denen. Von den Kinderlein. Also nicht mehr ganz so aktuell am Leben. Ist das nicht vom Hauptmenü hier, diese Gasse hier? Das kommt mir so bekannt vor hier. Ich glaube, da gibt es auch einige Screenshots von Metro Last Light, wo diese Gasse da gerade war mit diesem Licht da. Das war jetzt gerade... Ich kann mir das so ein bisschen in Erinnerung, dieses Bild. Und hier liegt auch wieder einer. Die Wanderstruppe. Wir laden mal unsere AK durch. Aber wenn ich nochmal so einen Händler sehen sollte, dann verkaufe ich die natürlich. Und würde mir dafür eine Shotgun holen. Anna. Wer ist diese Anna nochmal? Eine Geisel. Wir brauchen sie, um mit dem Orden verhandeln zu können. Achte nur darauf, dass sie eine Gasmaske trägt. Wenn sie infiziert wird, ist sie tot und nützt uns nichts mehr. Was machen wir denn mit ihr? Sperrt sie ein und behaltet sie im Auge. Wenn irgendetwas passiert, rollt dein Kopf. Ich hole sie ab, wenn wir fertig sind. Ach ja, je. Infiziert? Von was denn infizieren überhaupt? Achso, da geht's gar nicht lang. In Red, hier liegt der Blut. Warum liegt der Blut? Was? Der läuft selber. Warum läuft? Ey, das wollte ich jetzt aber noch sehen. Kannst du denn gar nichts treffen? Nicht einmal aus dieser Entfernung. Ah, ich hab noch Messer. Okay, ich hätte vielleicht eher eingreifen sollen. Ich möchte ganz gerne, seid mir nicht böse, aber ich möchte ganz gerne neu anfangen. In der Hoffnung, dass ich das jetzt nicht zu weit... ja, okay. Ich renne auch hier durch. Ja. Achso, der hatte ja noch was. Weil ich glaube, der hätte ich gerade da helfen können. Wie ist diese Anna nochmal? Eine Geisel. Wir brauchen sie, um mit dem Orden verhandeln zu können. Achte nur darauf, dass sie eine Gasmaske trägt. Wenn sie infiziert wird, ist sie tot und nützt uns nichts mehr. Was machen wir denn mit ihr? Sperrt sie ein und behaltet sie im Auge. Wenn irgendetwas passiert, rollt dein Kopf. Ich hole sie ab, wenn wir hier fertig sind. Tja, dann rollt sein Kopf. Na gut. Da lang geht's nicht. Ich kann da auch gar nicht lang laufen. Der läuft ganz automatisch. Also jetzt will ich das da gerade mal nicht verpassen. Was machen Sie da? Bitte, Sie dürfen uns nicht töten.
Wir haben den Befehl von der Führung der Roten Linie, die Epidemie zu stoppen. Und ihr seid alle infiziert. Ihr habt den Mann gehört. Wir müssen euch töten, um die Metro zu retten. Aber wir haben nicht einmal Fieber. Wir sind... Tja, die haben nicht einmal Fieber. Also irgendwie geht es ja anscheinend um eine Infektion, so wie das aussieht. Eine Infektion. Wie genau das sein soll oder was genau? Keine Ahnung. Aber ich versuche den jetzt mal zu retten. Kannst du denn gar nichts treffen? Nicht einmal aus dieser Entfernung. Unglaublich. Was macht das schon? Der stirbt sowieso bald. Wir sind hier, um sicherzustellen, dass er stirbt. Gib ihm den Rest. Irgendwie ging das andere Messer durch. Du! Mehr! Ich bin erledigt. Also hör zu. Die Roten wussten von der Infektion. Sie kamen am zweiten Tag. Es war noch niemand gestorben, aber sie kamen mit Flammenwerfern. Woher hätten sie es wissen sollen? Geh. Erzähl es allen. Erzähl, dass es die Roten waren. Gib mein Messer zurück. Joe, der ist tot. Ja, schade. Oh, hier liegt eine AK. Ja, die sind hinüber. Wo ist denn das Messer hin? Das ist irgendwie verschwunden. Habe ich das Gefühl? Ja, okay. Egal. Was ist das denn, Alter? Oh, Moon. Ich wusste, dass man es aufmachen kann. Aber es ist dieses, glaube ich, das Nachtsichtgerät. Das habe ich schon. Das gute Nachtsichtgerät, was sowieso nicht funktioniert. Also bei mir funktioniert es nicht, irgendwie ist das total verbuggt auch. Oh, alle zu? Alle zu. Ja gut, dann der ist auch offen, war ein bisschen entschlossen. Naja, egal. Dann gehen wir einfach mal weiter, würde ich sagen. In der Hoffnung, nicht gesehen zu werden, natürlich. Ey, es ist sauhell hier. Und meine Uhr da, die zeigt nicht mal an, dass ich gesehen werden kann, obwohl das alles so hell ist. Der jetzt werde ich erst gesehen. Er singt hier sein einsames Lied. Ohne mich. Komm, hier gibt's noch irgendwas. Irgendwas gibt's hier immer. In den letzten Ecken. Siehste? Sag ich doch. Aber irgendwas ist jetzt passiert. Oder ist das Ende der Map? Seht ihr das? Da ist nichts. Oh, da sind welche. Dieses
Irgendwie wusste ich, dass er da lang geht. Hey, ihr Erschießungskommando, Zeit wieder an die Arbeit zu gehen. Na los, was dauert das so lange? Wenn ihr nicht zum Lager kommt, hat Kamerad Swolodz euch am Arsch. Irgendwas sucht er. Ich kann den doch nicht so erledigen jetzt, oder? Andererseits kann ich schon. Ha, jetzt sind sie in dieser Folge, ich merke das schon, bin ich hier voll der Hitman. Man hat mich auch nur kurz gesehen, wenn dann. Ach, das ist ein alles so, ich weiß so. Irgendwann kommt dieser Typ, der immer diese Kisten da bringt. Da müssen wir noch aufpassen. Ich glaube, der kommt jetzt. Ja, oh, da ist er. Dann machen wir das jetzt hier mal voll auf Stealth-mäßig, wie das Spiel das eigentlich vorgesehen hat. Ich habe ja, glaube ich, Anfang des Spiels bin ich ja hier nur reingestürmt. Aber so spart man auch Munition, wenn ich das so mache. Aber okay. Das ist ja noch einer. Wartet mal, lass den mal zurückkommen. Dann werfen wir den da auch irgendwie was am Kopf. Erstmal nur das Licht ausgemacht hauptsächlich. Weil da ist ja noch einer da drinne in den Räumen. Ganz ruhig, Kleiner. Oh, hier ist ja auch was. Ah, doch nicht. Ah, hier. Moon. Ah, das ist Sue. Mich hört natürlich keiner. So, was machen wir mit dem Typen da? Der versucht das zu rollen. Und irgendwo höre ich ihn noch einen. Hier ist so einiges nützlich, das wärst du zum Beispiel. So, dann haben wir schon mal ein paar Gegner weniger. Hier machen wir mal das aus. Das Ding fällt einfach nur um. Ah, hatte sogar was für mich. Ah, ne, das war der. Oh, Filter, sehr gut. Ja, hier ist nichts drin. Und hier? Ah, hier ist auch nichts. Oder? Ja. Brauchen wir nicht. Nicht unbedingt. Was sind das für Waffen, ey? Also wie ein richtiges Sturmgewehr. Sieht auf jeden Fall besser aus als meine AK hier. Aber egal. So, der hat's auch endlich
hinter sich. Hä, brennt hier noch irgendwo ein Feuer? Ach nee, da kommt immer nur irgendwas raus. Einen können wir da hinten noch töten. Machen wir auch gleich. Ich weiß nicht, ob man hier irgendwie anders hochkommt. Ah. Na gut. Oh, da steht ja einer da hinten. Ich kann von hier aus weit gucken, aber ich kann auch von weitem gesehen werden. Irgendwie beunruhigend. Das war der da hinten gerade, der Kollege. Zum Glück sieht er mein Laser nicht. Ach, das sind noch mehrere. Wie viele Messer habe ich denn noch? Ein Messer. Ein Messer ist natürlich nicht viel, ne? Auf jeden Fall einer. Oh, ich wünschte, dass etwas, irgendetwas passiert. Oh, es ist nicht aus. Ist irgendetwas passiert, ja, nun gut. Jetzt kommt er da wieder da vorne hin. Scheiße. Habe ich mir eine Erkältung eingefangen oder was? Ja, mir auch nicht. Warte mal, ich glaube, wir kriegen den da hinten besser. Den einen. Also man merkt natürlich, das geht alles viel langsamer, wenn man das so macht jetzt, wie die das gerne hätten. Oh. Wo bin ich denn hier? Okay. Komme ich denn da jetzt irgendwie hin, oder? Ich glaube, ich. Sollen wir nach ihm suchen? In Ordnung. Geht hier. Sucht ihn. Und seid vorsichtig. Das war eine Falle. Und ich glaube, wenn wir jetzt schon mal sowas haben. Bitte was? Habe ich ein bisschen für Action gesorgt? Ja, ne? Ich glaube doch. Also es war eine Falle gerade da hinten, die ich da ein bisschen reingelaufen bin. War auch nicht die beste Falle.
Aber okay. Aber die hat das ja auch anscheinend nicht so interessiert. Wie stumpf, oder? Ein bisschen dunkel habt ihr es hier. Ach, doch mal ein bisschen heller wieder. So, da habe ich jetzt mit Leichtigkeit... Okay, auch diesmal mit ein bisschen Krach, gebe ich ja zu. Ach, man hätte hier reinlaufen können. Direkt. Das ist ja was. Hä? Okay, hier ist auch nichts drin. Es hört sich echt so an, als wenn ich hier nicht alleine wäre. Ah, guck mal. Finden wir sogar noch ein paar Sachen. Schön. So, hier haben... Das hat natürlich keiner gehört, was ich hier verrichtet habe. Wir gehen da gleich durch. Lass uns erstmal hier nochmal ein bisschen nochmal gucken. Hä? Ja. Weil ich habe ja mich ja noch nicht so... Ach, nach vorne kommt man gar nicht, ne? Ne. Hä? Was war das denn? Naja. Jetzt laufe ich mal eben noch nach hier hin. Also wir hätten, wären hier ganz normal lang gelaufen, aber dann war halt hier diese Falle, diese Gasfalle. War auch nicht so toll, muss ich sagen. Wahrscheinlich hätte ich hier lang gemusst. Und dann wäre man hier rausgekommen. Irgendwie habe ich das Gefühl, hier läuft einer rum. Oder? Oder ist das nur das Gefühl, was man hier hat? So, wo ist denn jetzt hier mein Messer? Danke. Okay. Das ist schon ein bisschen stumpf. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, dann gehen wir einfach weiter. Oha. Okay. Ja, das ist ein lebloser Körper. Hab ihn unter Beschuss. Umzingelt ihn. Umzingelt ihn. Von wem redest du? Oh, ich muss mal... Ah, okay. Da kommen die giftigen Dämpfe. Ich würde sagen, wir laufen erstmal unten lang. Hat ihn jemand gesehen? Junge! Du Bastard! Dafür krieg ich dich! Ich wette ja, dafür krieg ich dich! Lassen wir sie bezahlen! Hab ihn unter Beschuss! Umzingelt ihn! Lasst uns unseren Genossen rächen! Nehme ihn unter Beschuss! Okay, das Feuer hat hier wenig Wirkung. Aber meine Gasmaske, die ist schon wieder ein bisschen kaputt gegangen.
hier ist ja was los. Immer diese ganze Gewalt und so. Ah je. Hä? Sieht man mich wieder? Ei, ei, ei. Rock'n'Roll hier. Komm, wir gehen mal hier hoch. Jetzt ist ja überall Musik hier. Ah, hier war ja noch ein Zimmer, gar nicht gesehen. Okay, irgendwas hat den da mitgenommen. Hier denn los? Okay. Ein kleines Massaker hier. Ich bezweifle. Ah, hier gibt's aber viel Munition. Ach, das schießt diese Pfeile da, ne? Was ist denn jetzt hier? Was? Warte mal, die RPK behalte ich auf jeden Fall. Ich schätze die... Oder? Das ist die, die Pfeile verschießt, ne? Ach so, die kann ich so nehmen? Ah, ne, doch nicht. Aber die verschießt Pfeile, ja. Okay, ich muss wieder meinen Filter gleich wechseln. Ich weiß zwar auch nicht mehr, wie das ging. Ach, das sind andere AKs, die hier liegen, kann das sein? Verdammt! Wo zum Teufel ist der? Hey du! Verwirrt dich, solange wir noch nicht fragen! Ich muss jetzt erstmal gucken, wie ich jetzt hier die verdammte. Den verdammten Filter wechsle. Da steht er nämlich nicht. Keine Ahnung, wie ich den wechseln kann. Der ist doch hier irgendwo, oder nicht? Hello. Ich bin es. Das ist natürlich leise und schmerzlos hier. Also für mich. Warte mal, ist jetzt einer? Ist er tot oder lebt er? Ich weiß es nicht.
Er sieht ziemlich tot aus. Oh, ich glaube, hier war ich noch nicht. Anscheinend kann man auch unten lang laufen. Ah, so wäre das gewesen, wenn wir im Schleichmodus gewesen wären. Ich glaube, das sind andere AKs, ne? Bessere AKs. Wir haben wieder Granaten. Stimmt, die alte hatte ich. Diese alte AK da, glaube ich. Weiß ich nicht. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus. Guck mal, die haben viel bessere Waffen hier. Am liebsten würde ich ja die Epicites eigentlich auch wegschmeißen. Ach, lass mal. Ach, das ist Feuer. Das ist was anderes. Ja, wartet nur, wenn ich euch habe. Wo sind die denn? Hat er mich jetzt gesehen? Okay. Der geht nirgendwo hin. Wir werden ihn finden. Irgendwo brennt hier ein Feuerchen und ich habe schon wieder Atemprobleme. Ich kann die Maske nicht nehmen. Ah ja, okay. Na gut, also einer ist da unten noch, den ich nicht sehen kann. Was natürlich ein bisschen blöd ist. Ich sehe den einfach nicht. Oh, da liegt ein Dokument. Tabulator, neuer Eintrag. Ah, guck mal, hier haben wir die Einträge jetzt. Die werden nicht immer angezeigt. Infektion, Antrag 1. Die Gruppe, die den Außenposten des Ordens ausgelöscht und Anna entführt hatte, übernimmt jetzt die Objetskaja. Eine friedliche und neutrale Station. Das ist eine Kriegserklärung an den Orden und die einflussreiche Hanse, die an die Objetskaja grenzt. Lenzinskis Team auch, wenn es ziemlich stark ist, wird nicht reichen, um einen Krieg gegen die Hanse anzuzetteln. Ich verstehe das nicht. Worauf hofft Korbut? Was denkt sich dieser Teufel? Tja, keine Ahnung. Infektion. Durchs Feuer. Alle Wege führen zu Objetskaja. Der Schwarze ist dort. Anna ist jetzt auch dort. In den Händen meiner Feinde. In den Händen des Verräters Leletskis. Okay. Und hier sind die ganzen anderen Einträge, die wir ja hatten und nicht gelesen hatten. Muss ich auch dazu sagen. Oh, guck mal hier. Nachrichtenbuch in der Kirche. Nicht eingesammelt. Das ist ein... Ah! Hier haben wir einiges nicht eingesammelt. Oh. Ja, man kann nicht alles finden. Doch, kann man wahrscheinlich schon, aber... Aber nicht ich. So, waren wir jetzt hier überall schon? Ich weiß das gar nicht. Da ist ein Loch. Ein Loch, wo wir runterspringen können. Ich glaube, hier haben wir alles. Shotgun-Munition haben wir schon zu viel. Können wir gar nicht mitnehmen.
Oh, es wird auch ganz schön warm hier. Der Typ zeigt mir das, indem hier so eine Umrandung ist. Also, da werden wir jetzt wahrscheinlich nicht lang gehen. Nehmen wir hier mal ein paar Sachen mit. Oh, Filter. Wer hätte das gedacht? Alle tot. Ja gut, dann muss ich jetzt... Ich gehe doch jetzt hier nicht durch, oder? Warte mal, war denn nicht irgendwie... Ich kann doch da jetzt... Ich kann doch da jetzt nicht durchgehen. Okay, anscheinend doch. Ganz easy peasy. Ah, es hat nicht mehr so viel Luft. Hat er nicht mehr so viel Luftdruck gehabt, das Ganze? Wieso nimmt er denn die Maske nicht? Die Maske steht da immer rot. Oder die ist kaputt. So wie meine. Also einer war jetzt hier doch noch. Ah, da ist er noch. Guck. Leuchte, mein kleiner Glühwürmchen. Leuchte. Ja, wir können uns tatsächlich eine bessere AK zulegen. Überlege ich ehrlich, ob wir es nicht machen sollten. Statt der RPK. Allerdings denke ich, bei der RPK, wenn wir wieder so einen dicken Angriff kriegen würden, dann sind wir mit dieser besser aufgehoben mit der RPK. Als wenn wir jetzt eine AK hätten mit nur wenig Schuss. Wenn wir das andere Sturmgewehr hier nehmen, was es jetzt ja hier gibt, dann macht das auch keinen Sinn. Denke ich. Also, warte mal. Den hatten wir jetzt ja gerade, ne? Ja. Oh, ich denke, wir müssen hier durchgehen. War bestimmt ein bisschen warm. Ah, ist das hell. So, und dann zeig ich mal. Kamerad Lesnitsky, die Operation schreitet wie geplant voran und wird innerhalb einer Stunde abgeschlossen sein. Gut. Das Experiment war erfolgreich. Wir müssen das General Korbut melden. Machen Sie das? Jawohl. General Korbut. Oh, ich glaube, wir müssen hier nach unten. Ja gut, da hindurch kommen wir ja auch nicht. Oh, hier ist ein bisschen wärmer. Ja, die Maske nimmt er auch nicht. Der will, dass ich diese kaputte Maske habe. Na gut. Was ist mit der Tuss? Lesnitsky hat sie gebracht. Er sagt, sie sei eine Geisel für Verhandlungen mit dem Orden. Obwohl wir alle wissen, welche Art Verhandlung die führen. Okay, hier brennt alles so ein bisschen. Unwesentlich. Und es speichert wieder ab. Okay, das war nicht geplant. Ich dachte, ich habe noch meine... Wir machen das eben. Das war wirklich nicht geplant. Ich entschuldige mich vielmals. Aber wenn man so in den Rausch ist, ne? Ja, ich denke, das war ein guter Schachzug von mir. Ein was kommt ihm hoch? Das ist gar nicht.
Ah, die Lampen kriegen wir so nicht aus. Na guck. Hast mir noch mal ein paar Sachen gegeben, bevor du da runterfällst. Lass deine Seele ruhig baumeln, mein Freund. Ich gönn's dir. Ah, ist jetzt alles ausgegangen? Diese komische Falle, die wir da gerade hatten, ne? Ich würde die gerne mal wissen, durch was die ausgelöst wird. Oh. Was war das denn? Ah ja. Das ist wieder so eine alte AK, glaube ich. Oder? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. So. Habt ihr das gerade gesehen? Der lief einfach durch mich durch. Was war das denn? Der lief durch. Und wenn ich mich nach da drehe, dann sieht man mich. Wie stumpf war das denn? Ich glaube, ich gehe mal nach oben. Ich glaube, die sehen nur die Leichen. Aber was schießen die denn? Ah ja. Lief da jetzt gerade einer lang? Ich habe das nicht genau gesehen. Der eine dreht da aber schon, glaube ich, richtig ab hier. Oh. Boah, ist das verbuggt, ey. Oh, sein Bein brennt noch. Aje, ey, ist das ein Durcheinander hier? Hier konnte ich echt alle treffen, die ich treffen konnte. Ah. Ich glaube, es ist schon wieder so weit, dass ich meinen Filter wechseln muss. So. Keine Ahnung. Ich glaube, da oben ist einer, ne? Ja. Irgendwie hat diese Waffe keine Munition mehr oder Luft? Luftdruck?
irgendwie ist sie wieder unbrauchbar, diese Waffe. Na, wir schauen mal. Ah, der hat mich nicht gesehen. Was? War das alles zu hell? Was macht der da? Der lebt, glaube ich, noch. Mein Gott, ey, ich sehe gar nichts. Ist er jetzt endlich tot? Mein Gott. Ist das eine Geburt hier wieder? Ja, aber wie mache ich denn den Luftdruck denn höher? Ich habe keine Ahnung. Ich habe die Waffe auch gar nicht verstanden, wenn ich ehrlich bin. Ey, vierfach Zoom? Bist du blind oder was? Da. Oh, da ging ein paar daneben. Die nehme ich natürlich wieder mit. Es ist, glaube ich, eine andere Waffe. Das ist so eine kleine, süße. Aber was... Ach, das ist eine Shotgun. Ja, dann nehmen wir die doch gleich. Da brauche ich doch gar nicht mehr lange suchen. Dann nehmen wir die gleich. Wenn uns das schon so gut angeboten wird. Ich glaube, wir müssen hier einmal durchlaufen. Eieiei. Was ist denn nun los? Junge! Du Schwein! Dafür ist der Krieg vor sich! Was kommt denn da raus? Platzpatronen oder was? Ja, dann komm mal her, du unter Beschuss, du. Wo bist du denn? Hans-Georg. Ich glaube, da hinten ist er. Sind das jetzt die Todesschreie? Alter, ey. Aber das war ja jetzt hier ein bisschen mager, ne? Also, da muss mehr kommen demnächst. Mach mir hier keine Angst, ey. Gibt's auch nicht. Okay. Ach, oder ist das eine andere Gasmaske, die ich hier habe? Das ist, glaube ich, nicht so eine einfache, sondern so eine doppelläufige. Wisst ihr, wie ich meine? Also mit zwei Filtern. Aber genau weiß ich es jetzt nicht. Also so eine, glaube ich, ist das. Also nicht mit zwei Filtern, aber so eine wird das sein. Mein Gott, ey, hier bricht alles zusammen. Das Schlimme daran ist, ich bin mittendrin. Während alles zusammenfällt. Da habe ich auch ein paar getötet hier, ne? Naja, eine Shotgun. Also die brauchen wir auf jeden Fall hier drin, ne? Sonst wird das alles nix. Aber komm her, er lächelt noch. Na, hat er nichts für uns? Geizkragen. Eindeutig. Eindeutig Geizkragen. Ich glaube. Hier sind zwar überall diese Gasmasken, aber wir können die nicht nehmen. Was war das denn? Okay. Ja, ich glaube, wir sind hier durch. Ein
Stehen bleiben, sonst schließe ich dir die Kehle auf. Du bist also wegen Anna gekommen. Sehr heldenhaft, aber nicht sehr klug. Ich schlage dir was vor. Du nimmst deine Maske ab und ich übergebe sie an dich. Ich zähle bis fünf. Mach das nicht, Artyom! Er bringt mich sowieso um. Er hat uns schon einmal verraten. Eins. Das stimmt nicht. Zwei. Warum? Warum hast du das getan? Beeilung! Wir müssen zur Kolzerweihe! Da ist die Hand. Unsere Männer. Scheiße. Erstiegen wäre eine echte Schande. Nach all dem, was wir überlebt haben. Setzen sich zusammen. Und das Bild, das sich daraus ergibt, ist schrecklich und unglaublich. Ich erzähle den anderen davon, kann es aber selbst kaum glauben. Die Roten haben die Oktyabrskaya, eine friedliche Station voller Bewohner, die völlig ahnungslos waren, mit einem unbekannten, tödlichen Virus infiziert. Und dann haben ihre Aufräumtrupps die Station unter dem Vorwand betreten, sie vor der Epidemie zu retten, und jeden eliminiert, den sie konnten. Frauen, Kinder, alte Leute, um zu verhindern, dass die Infektion sich ausbreitet. Und wenn das alles wahr ist, dann könnten Anna und ich auch infiziert sein. Wir wurden nicht getötet, wissen aber nicht, wie lange wir noch überleben werden. Ei, Jesus. Ich habe das Gefühl, dass alles bald zu Ende ist. Wir werden diesen Krieg nicht überleben, Artyom. Niemand wird das. Ich fühle mich wieder einsam, wie damals, als ich ein Mädchen und Vater unterwegs bei einem Einsatz war. Nichts um mich herum. Leer und kalt. Als wäre ich nur ein Funke des Feuers, der davonfliegt und dann verschwunden ist. Es fällt mir schwer, dir diese Dinge zu sagen, Artyom. Aber ich möchte spüren, dass ich lebe. Berühre mich. Nun, mit euch scheint alles in Ordnung zu sein. Glückwunsch, ihr jungen Leute. Du, Artyom, kannst gehen. Während du, Anna, noch etwas bleiben musst, wir müssen deine Wunde noch zu Ende behandeln. Gott sei Dank. Na guck, dann hat das doch alles auch wieder ein Happy End hier. Und dann würde ich sagen, diese Folge beende ich damit auch. Ja, ich muss sagen, das ist eine tolle Story hier von Metro. Auf jeden Fall. Also das muss ich sagen, die Entwickler. Sowas, also eine wundervolle Geschichte überhaupt erstmal hinzukriegen. Das ist einigen Entwicklern noch nicht ganz gelungen. Wird es wahrscheinlich auch nie. Aber egal. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder im Einzelspielermodus Metro Last Light. Bis dann, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.